Leute, herzlich willkommen zurück zu Another Brick in the Mall. Ja, wie angekündigt, fangen wir heute hier mit dem Getränkemarkt an. Wir haben noch 68.000, die wollen wir nutzen. Und zunächst müssen wir noch eine Mauer wieder hochziehen. Die Trolls haben sie abgerissen, okay. Getränkemarkt haben wir hier. Wir brauchen 8 Truhen und die Regale. Also. Sind wahrscheinlich. Hier sind schon mal Regale. 1, 2, 3, 4. So, wo sind die Truhen? Ah, Kühltruhen. Ja, ich war blind. So. Und Kassen. Mache ich erstmal 4. Hier kommt noch eine Doppeltür hin, da. Personaltür da. Dann bist auch du ein neues Geschäft. Zack. Das als Lager, Öffnungszeiten rund um die Uhr. Und wir brauchen 12 Kassierer. 4, 6, 7, 8, 11 und die 12. Und bei der Menge würde ich sagen, reichen 3 Lageristen. So, Kassierer, Startzeit. 0 Uhr passt. Und du machst dann ab 8. Ne, Quatsch, du bist auch 0 Uhr. Macht ab 8. Da. 9 Stündchen. Du noch ab 8 und du ab 16. Da. Da habe ich einen kleinen Fehler drin. Aber wir haben immer mindestens 4. Das passt schon. Huch, nein, keine einstellen. Verwalten. 0 Uhr, 8 Uhr. 18 Uhr, Dankeschön. So, Getränke. Moment, fangen wir hier an. Getränke. Limo. Limo. Wasser. Na, Säfte, okay. Und hier haben wir noch Getränke mit Alkohol. Und Wein. Wobei, Weißwein kühlt man doch auch, oder? Egal. Hier in diesem Spiel offenbar nicht. So, wie ihr seht, haben wir noch einen Haufen Ausrufezeichen. Wir haben viel zu wenig Parkplätze. Aber darum kümmern wir uns ja jetzt. Was denn jetzt? Und ein Parkplatz. Zack. Zack. So, hier kommt noch eine Ladezone. Und Personalparkplatz. Denn davon haben wir ja leider auch viel zu wenig. Und hier bauen wir mal so eine Schleife rein. Hier noch viel mehr Parkplätze bauen können. Denn unser Personal wächst und. Aber hier kann auch noch alles voll mit Personal. So. Okay, da wird fleißig gebaut. Und um wieder einen Überblick zu bekommen, haue ich meine ganzen Ausrufezeichen weg. Und schau mal weiter. Naja, Bustransport 3 haben wir erforscht. Parkplätze, darum kümmern wir uns ja gerade. Drogerie, Warteschlangen voll. Obwohl wir da die Kleidung jetzt rausgenommen haben. Aber wir haben hier noch ein bisschen Platz. Und können noch 2 Kassen hinsetzen. Das ist aber auch, wir brauchen noch mehr Kassierer. So. Das ist gerade hier ein bisschen unübersichtlich, leider.
Machen wir es doch mal vernünftig. Wie viele haben wir denn? Das steht hier nicht bei, ne? Naja. Wir haben jetzt auf jeden Fall gleich 2, 4, 6 Kassen. Das heißt, ich möchte 6, die um 0 Uhr anfangen. Drei, vier, fünf, sechs. Davon zwei, die jeweils eine Stunde länger machen. Drei, vier, sechs. Zack, du fängst auch um 8 an mit 9 Stunden, sehr gut. Eins, zwei, drei, vier. 5 und 6. Und dann fehlen sogar noch welche, krass. 16. 16. 16. 16. Warum haben wir auf einmal da 8? Ach, weil 2 haben die länger arbeiten, okay. Und wir brauchen noch 2. 10. 16. 9 Stunden. 9 Stunden passt. Wie sieht es mit den Lageristen aus? Da können wir noch eingebrochen. Startzeit. So. Wie ich sehe, können wir auch noch mehr als eingebrochen. Und du fängst hier so an. So, schauen wir mal. Okay. Drogerie haben wir uns gerade gekümmert. Parkplätze werden gebaut. Geschwagen. Ja, ist doch eh leer. Waren sind 4 Stück. Hier haben wir ja auch noch welche. Aber hey, hier könnten wir jetzt auch schnell eine zweite Kasse reinbauen. Tada, so. Und wir brauchen wohl mehr Personal. Was haben wir denn hier? Oh ja, morgens haben wir keinen Kassierer. Schon besser. Das lassen wir auch mal so und beobachten. Hier oben läuft auch alles. Bowlingbahn, ja. Hilft uns gerade nicht. Tiefkühl 1. Aha. Ja, hier habe ich so klein gebaut. Hier passt auch keine neue Kasse rein. Was haben wir denn hier? Warum sind hier... Ne? Ihr wisst schon. Leere Tische. Weil noch ein Lagerist fehlt. Aha. So. Hier haben wir es hier. Hier haben wir durchweg einen. Okay, und hier? Kann auch noch einer rein. So, bitteschön. Perfekt. So, dann lassen wir es mal ein bisschen laufen und gucken, was passiert. Da ich wahrscheinlich immer noch zu wenig Straßen habe. Straßen, Parkplätze. Personalparkplatz, zack. Und hier noch Ladezonen, so. Ach ja, das war ein bisschen schneller laufen. Und wir können noch ein bisschen forschen, ne? Wir haben hier noch Bustransport 4. Und am Ende haben wir noch Geräte, Händler und Luxuslieferanten offen. Aber um die kümmern wir uns, sobald wir die ganz großen Probleme ein bisschen in den Griff bekommen haben. Aber das kann noch ein bisschen dauern. Eins der größten Probleme sind hier noch die Schulden. Aber naja. Tägliche Schulden 10.000. Naja. Das geht. Immer einen ordentlichen Gewinn dafür. So, wie sieht es mit der Sauberkeit aus? Naja, naja. Aber wird sich drum gekümmert. Ansonsten ist 8 Uhr morgens, ich sehe noch keine langen Schlangen. Ist doch schon mal beruhigend. Naja, da bauen sie Parkplätze, das ist gut. Und wir sind schon bei 700 Kunden fast. War hier noch offen, habe 1000 Kunden vor Ort. Ah, kriegen wir hin, okay. Drogerie.
Na gut. Wir brauchen eine neue Drogerie. Es nützt ja nichts. Ein Tiefkühl 1. Ja. Nützt ja auch nichts. Das ist das nächste Problem. Frischwarenladen. Parkplätze. Naja, wird gebaut. Aber zunächst, unsere Drogerie ist ein großes Problem. Da muss eine neue her. Zack. Oh, das ist zu groß. So, ich hoffe, das hier reicht dann. Ja, hier sind ja schon 2, 4, 6. Was? 2, 4, 6 Kassen. Das heißt, hier müssen. Oh, was haben wir hier? Okay, okay. Objekte. Ja, ist ja gut. Ich brauche ja schon noch mehr. Hier kann ich nichts tun. Das hier sieht gut aus. Hier läuft auch alles. Außer die Regalauffüllung, die läuft nicht so. Ganz noch ein Lageristen gebrauchen, sehe ich. Und komm, da was gerade haben. So. Personal, Kassierer. 6 Stück. 3 um 0 Uhr, 2 ab 8. Also halt wie immer, ne? Schichtweise von 0 bis 8, von 8 bis 16 Uhr und von 16 bis 0 Uhr. Sieht so komisch aus? Klar. Und warum ist das hier so dreckig? Naja, Hausmeister. Stück. Ah, 9 brauchen wir. 3, 4, 6, 8, 9. 0 Uhr, 0 Uhr, 0 Uhr. So, macht man ein bisschen sauber, Leute. Gut, die neue Drogerie ist fast fertig. Ja, da putzen wir erstmal. Zuweisen, Geschäft. Oh, hier habe ich gefällt. Na dann, nochmal ran. Fundament. Einmal da lang, bitte. So, wir brauchen Objekte. Und zwar eine Personaltür. Eine Doppeltür. So, was haben wir alles? An sich Regale ohne Ende, ne? 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Regale. Oi. 36 Stück müsste ich jetzt bauen. Schau mal. Ja, 5, 6. Das sind ja schon mal 18. 24. 28. 30. 31. 31. 34. 35. Und komm, hier eins quer, 36. Jetzt zu den Kassen. 2, 3, 4, 5, 6. Okay, die Tür muss da weg. Die Tür muss eins weiter rechts. Na, baut man hier die Mauer zu. So, da die Tür hin. Okay. Und du bist ein neues Geschäft. Sorry, ich habe gerade das Mikro gehauen.
Und hier kommen hin. Oh je, Waschmittel. Ja. Alles für den Haushalt halt. Ne? Haushalt halt. Ja, ja, Bettlaken. Kochgeschirr. Mehr Geschirr. So, hier ganze Gesundheits- und Schönheitsklimbim. Kosmetika. Und Zahnpflege nicht zu verachten, ne? Ja, wenn es mit den Zähnen nicht mehr läuft, wird's teuer. Windeln. Oh, habe ich schon zwei. Mhm. Haben wir jetzt noch ein paar mehr. Erste Hilfe brauche ich auch immer. So. Gleich geschafft. Na, verkehrt. Okay. Was fehlt noch? Hier, Spielzeuge. Ansonsten haben wir jetzt alles eigentlich, ne? Hm. Komm. Auch noch ein paar Bücher. Und Musik und so weiter. Ja, komm, das passt schon. Videospiele. Alles gut. Also, Öffnungszeiten immer. Lager auch das große. Wir haben 2, 4, 6, 7 Kassen. Uiuiui. Also 21 Kassierer bitte. 7. 14. So. Lageristen brauchen wir auch ein paar. Ah, jetzt habe ich mitgezählt. 2, 4, 6. Dann komm, machen wir auch mal 9. Das passt schon. So, so, so. 0 Uhr, 0 Uhr. 3, 4, 5. 6. 7. 7. Ah, wie verzählt? Keine Ahnung. 3, 4, 6, 8, 9. Habe ich mich wohl verzählt? Naja, was soll's. Passt schon. Verteilen wir auch irgendwie. Oder schmeißen sie wieder raus. Oder bei uns noch hier noch weitere Kassen hin. 5. 6. 7. Gut. Du bist zu viel. Und du auch. Was ist denn jetzt aus? Ah. Deswegen, okay. Lageristen. So, ihr fangt um 8 an. Okay. Haben wir es eingestellt? Lager passt, passt. Ja, schön. Dann lassen wir mal ein bisschen vorantreiben die Zeit und mal schauen. Hier wird immer noch nicht sauber gemacht. Vielleicht sollte ich hier hinten auch mal so einen kleinen Wartungsraum hinbauen. Also hier ran. Aber das klingt wie eine Aufgabe für die nächste Folge. Mit den Statistiken aus 933 Kunden. Wir haben fast die 1000 geknackt. Einen täglichen Gewinn von über 100.000. Naja, kriegen wir auch bald hin. Aber fürs heute soll es erstmal gewesen sein. Und ja, wie immer, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.